diente unter der Flagge der Sowjetunion, also der Nordmeerflotte aus Murmansk, und das war damals oder heute sogar noch das größte noch fahrtüchtige Schiffsmuseum der Welt. Entschuldigung, das größte konventionelle U-Boot der Welt. Es ist heute ein Museum, man kann das wirklich für wenig Geld besichtigen, aber naja, so 8 Euro und ab mal 1,60 Meter Größe empfehle ich mal, dann noch einen Helm anzuziehen.